Wie war das eigentlich damals, als die Nazis in Bayern die Macht übernommen haben? Also im Nachhinein scheint es so, als wären fast alle hinter dem Regime gestanden. Ganz stimmt das aber nicht. Es gab durchaus Menschen, die sich zu Beginn der Gleichschaltung widersetzt haben. Kommunisten und Sozialdemokraten und auch eine Reihe von Bürgermeistern der Bayerischen Volkspartei. Zum Beispiel einer in Haag in Oberbayern. "21 Jahre lang war Georg Jäger Bürgermeister in Haag in Oberbayern, bis 1933 für die Bayerische Volkspartei. Der Molkereibesitzer muss ein Mann mit Rückgrat gewesen sein. Sein Enkel erzählt, im März 1933 stürmt ein Trupp SA-Leute das Rathaus. Georg Jäger will nicht weichen. Da wird er abgesetzt und im Konzentrationslager Dachau inhaftiert. Die Haager Zeitung berichtet auf derselben Seite von der Absetzung des Bürgermeisters und der Gründung des KZ. Er hätte entweder in Partei eintreten sollen oder zurücktreten. Und so stur wie er war, hat er gesagt, er ist gewählt, er tritt nicht zurück und er bleibt, wie es ist. Und das hat halt denen nicht gefallen. Dann haben sie ihn da abgeführt aus dem Rathaus, den ersten und zweiten Bürgermeister. Hier entsteht gerade das Denkmal für Georg Jäger mit seinem Porträt und einem kurzen Text. Aus dem KZ wurde Jäger wohl nach wenigen Wochen wieder entlassen, wegen schlechter Gesundheit. Für seine Molkerei aber setzten die Nazis einen eigenen Geschäftsführer ein. Die Idee für das Denkmal hatte der Haager Ausstellungsmacher Peter Sür. Als der die Geschichte des aufrechten Bürgermeisters hörte, war er sofort fasziniert. Wenn die Sonne drauf fällt und man geht vorbei, dann blitzt plötzlich dieses Gesicht auf. Also es ist ganz toll, es leuchtet hervor und das finde ich ist eine tolle Geschichte für ihn und erinnert uns daran, dass wir uns vielleicht ordentlich verhalten sollten und nicht zu allem Ja und Amen sagen. Das Denkmal steht auf einem Grundstück der Familie Jäger mitten in Haag an einem Hauptspazierweg. Aufstellen lassen hat es Enkel Hermann Jäger. Der hat seinen Großvater nur noch als ganz kleines Kind erlebt. Vom Erzählen her war er ein sehr überzeugter Mensch, eher ein sturer Typ. Und für seine Überzeugung, da hat es einfach keinen Kompromiss gegeben. Er war ein sehr, sehr aktiver Mensch, weil er war in Haag fast in jedem Verein. Nach dem Krieg war Georg Jäger nochmal zweiter Bürgermeister, später Ehrenbürger. Und jetzt erinnert das Denkmal für ihn daran, manchmal ist es besser, stur zu bleiben.